sind wir mittlerweile auf dem Emmertsgrund hier angekommen, in der Nähe vom Otto-Hahn-Platz, Oasenplatz sozusagen. Das ist ja die schöne Wand hier hinter uns, die von Hendrik Beikirch gestaltet wird. Wie wir sehen, ist der Emmertsgrund, glaube ich, genau der richtige Platz, um sowas durchzuführen. Jetzt sehr für Aufregung sorgen, das ganze Ding, da freuen wir uns ganz, ganz arg drauf. Wir hoffen, dass wir den Stadtteil hier ein bisschen mit einbeziehen können. Parallel wird ein Projekt stattfinden mit dem Harlem. Das heißt, wir werden einen Workshop machen über 2 Tage, der auch sich eben um urbane Kunst dreht und mit Kindern und Jugendlichen hier arbeiten. Wird eine tolle Sache, glaube ich.